Kultur vor Kids. Hallo und schön, dass du zuhörst. Ich bin's wieder, Sophie, und ich freue mich, dich bei Kultur vor Kids begrüßen zu dürfen. Bist du auch schon so in Weihnachtsstimmung wie ich? Ich liebe es ja, in der Adventzeit mein Zimmer weihnachtlich zu dekorieren. Dazu hole ich meine Weihnachtsschachtel aus dem Keller, drehe mir eine Weihnachtsmusik auf und stelle und hänge dabei die schönsten weihnachtlichen Dinge in meinem Zimmer auf. Das selbstgebastelte Rentier Rudolf mit der roten Nase, eine Glitzerlichterkette und nicht fehlen darf mein großer Stern aus Stroh, den ich schon als Kind gebastelt habe. Hast du auch solche selbstgemachten Weihnachtsbasteleien, vielleicht aus dem Kindergarten oder der Schule oder von einem Bastelnachmittag mit deiner Familie? Dann nur zu, schmücke dein Zimmer damit. Und falls du noch keine hast, dann habe ich natürlich eine Bastelanleitung für dich. Für schöne weihnachtliche Anhänger aus Nussschalen. Die kannst du dir ins Zimmer hängen und am 24. Dezember damit deinen Christbaum schmücken. Und natürlich sind sie auch Top-Weihnachtsgeschenke. Du findest die Nussschalenanhänger auf www.kulturforkids.at zum Runterladen. Jetzt hast du schon am Anfang der Podcast-Folge den Basteltipp verraten. Ja, stimmt. Aber das hat halt so gut zum vorweihnachtlichen Schmücken gepasst. Du, Sophie, ich war gerade an einem ganz besonderen Ort in Niederösterreich und der passt super zu deiner Weihnachtsdekorier-Schmückstimmung. Echt? Na los, erzähl! Dort kommst du aus dem Staunen nicht mehr raus, weil alles so schön weihnachtlich dekoriert ist. Und noch dazu draußen. Da sind 50 verschiedene Gärten ganz unterschiedlich weihnachtlich geschmückt. Traditionell oder modern, naturverbunden oder flippig. Für jeden Geschmack ist was dabei. Ja, mach's nicht so spannend. Wo ist das? Und zwar in Schiltern bei Langenlois in Niederösterreich. Da gibt es den Kittenbergers Adventzauber. Der zaubert aus den vielen Schaugärten im Advent ein Weihnachtswunderland mit ganz vielen kreativen Ideen und funkelnden Lichtern. Ja, das klingt ja wunderschön. Da will ich sofort hin. Ja, weißt du was? Wir zaubern uns dort einfach hin. Wir brauchen nur einen coolen Zauberspruch. Super Idee. Für den Zauberspruch brauchen wir deine Hilfe zu Hause. Reime einfach mit. Firle, Farle, Hubschrauber, bring uns zum Kittenbergers Adventzauber. Genau, dort erstrahlen die Gärten in weihnachtlichem Glanz und vielleicht finden wir auch einen Adventkranz. Genau, jeder Winkel sieht dort anders aus. Es gibt Ideen für den Garten bei deinem Haus. Ab ins Wunderland der Gartenfantasie. So spannend war Spazierengehen noch nie. Keine Zeit zum Warten. Wir wollen in den Kittenberger Erlebnis Garten. Hex, Hex, bling, bling, katsching. Oh. Ui, es hat geklappt. Jetzt sind wir wirklich direkt bei den Kittenberger Erlebnisgärten gelandet. Ja, einen wunderschönen Nachmittag bei uns heute hier. Ja, hallo, wer bist denn du? Ja, ich bin der Reinhard Kittenberger, der Erlebnisgärtner und sozusagen der Vater dieser wunderschönen Anlage hier. Also du hast sozusagen die Kittenberger Erlebnisgärten erfunden. Und wie kam es zu dieser wunderbaren Idee? Ja, ich wollte schon immer Menschen und vor allem ich wollte immer Kindern viel Freude im Garten bereiten und das ist mir heute auch noch wichtig und deshalb haben wir uns mit der Gartengestaltung beschäftigt, aber auch natürlich mit den schönen Erlebnisgärten hier, damit viele, viele Menschen auch zu Hause einen wunderschönen Garten haben. Das ist schön. Ich habe ja gehört, dass ihr 40. Jubiläum feiert. Also euch gibt es schon seit 40 Jahren. Woher kommt denn deine Leidenschaft zum Garteln? Also da hat mich auch schon mein Vater und vor allem meine Eltern immer mitgenommen in den Obstgarten. Ich durfte schon als kleines Kind immer mitarbeiten im Obstgarten. Meine Mutter hat immer schon den Gemüsegarten bestellt und so bin ich eigentlich reingewachsen und so wollte ich immer schon als Kind junge Pflanzen produzieren und ich hatte auch schon als 12-Jähriger über 150 verschiedene Kaktussorten. Das heißt, du hast eigentlich deine Leidenschaft zum Beruf gemacht, oder? Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und bin heute noch leidenschaftlicher Gärtner, will gar nicht so viel Kaufmann sein, sondern lieber ein Gärtner, der draußen mit seinen Händen etwas bewegen kann, der draußen seine Pflanzen produzieren kann und vor allem aber, wie ich schon gesagt habe, vielen Menschen Freude machen kann, weil man eben
wir den Garten auch anlegen und dadurch die Menschen selber Freude haben, weil sie dann in ihrem eigenen Schwimmteich schwimmen können oder ihr eigenes Gemüse ernten können oder ganz einfach viele, viele Blumen im Garten haben. Bitte verrate uns noch, was erwartet uns da beim Adventzauber? Naja, da ist natürlich heute viel, viel Stimmung. Wir haben viele, viele Lichter, wir haben einen Wunschhimmel und vor allem, es geht auch der Kittybär durch den Weihnachtsgarten und der begrüßt natürlich alle Erwachsenen, aber auch alle Kinder und das ist so richtig cool und man kann auch noch den Abenteuergarten benutzen und wir haben viele, viele Tiere, mit denen man spazieren gehen kann, mit den Alpakas, mit den Ziegen, mit den Ponys und das macht einen so richtig auf Weihnachtsstimmung bei uns. Ja, das klingt zauberhaft. Na dann komm Sophie, lass uns durchgehen. Ja, gleich bis für Viertel. Danke Reinhard für deine Zeit und bitte verrate uns noch, wo ist denn hier dein Lieblingsplatz? Da gehen wir nämlich gleich zuerst hin. Naja, ich habe so viele Lieblingsplätze in meinem Schaugarten, weil alle so wunderschön sind. Aber so ganz im Geheimen gehe ich immer wieder zu meinen Kirschbäumen. Da gibt es einen Garten, da sind große alte Kirschbäume und da bin ich selber schon als Kind dort gesessen. Und das zieht mich immer wieder in diesen Garten an. Zum einen, weil es einen wunderbaren Überblick über die ganzen Gärten gibt und zum anderen geben so alte Bäume richtig Kraft und lassen mich richtig wieder meine Batterien aufladen. Und das hilft mir wahnsinnig, damit ich viele neue Ideen habe, dass ich am nächsten Tag wieder umsetzen kann. Danke dir. Danke. Servus. Ich danke euch, dass ihr bei uns wart. So, jetzt bin ich wieder zurück. Mit vielen neuen, tollen Deko-Ideen für meinen Garten. Den werde ich heute auch gleich schmücken, wenn ich mein Zimmer fertig habe. Die Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois haben übrigens täglich geöffnet. Und mit der Niederösterreich-Card kommst du sogar einmal gratis rein. So, ich hänge jetzt meine selbstgemachten Nussschalenanhänger auf und dir wünsche ich viel Spaß beim Werken, Basteln und Zaubern. Ach ja, und noch eine Bitte an die Erwachsenen. Abonniert den Kultur for Kids Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Dann seht ihr gleich, wenn wieder eine neue Episode online ist. Danke fürs Zuhören, Mitspielen und dabei sein. Ich freue mich auf dich, wenn es wieder heißt Kultur for kids.